Leute, was geht ab, Leute? Hier. Der gehypteste Laden 2024. 2023 war es Mama Bau. Wer sich auskennt, mein Gott. Overhyped, nicht schlecht, aber overhyped. Schlange hat sich nicht gelohnt. Qualität war gut, war lecker, aber Digga. Und innerhalb dieses einen Jahres haben die eine zweite Filiale aufgemacht. Was aber gut ist, weil dadurch verteilen sich die Menschen und der eine Laden ist nicht mehr so voll. Und jetzt haben sie auch noch den Laden aufgemacht. Also Hype. Haben die gut mitgenommen und jetzt drei Läden, Mann. Läuft, die sind nicht im Insi-Modus. Dandanudeln? Dandanudeln? Sorry, nicht schaffen. Nicht was die Kamera beschlägt. Wir müssen wieder mal warten. Genau vor einem Jahr waren wir bei Mama Bau, auch mit der Kollegin, und haben Sachen getestet. Da hatten die auch Spicy Cucumber, da hatten die auch Chicken. Das Chicken dort ist ziemlich gut, das sagt jeder. Das Chicken war echt gut. Da können wir direkt den Vergleich machen. Baus. Hatten die offene Baus, was ich nicht mag. Hier haben die geschlossene Baus, schon mal ein Pluspunkt. Und so Spiral-Cucumbers, sehr Instagrammable. Und natürlich die Baus mit diesem Zeichen hier auch sehr Instagrammable. Sind sehr schnell, also Vorspeise und Hauptspeise schon am Start. Digga, wie lange haben wir gewartet? Nicht mal 5 Minuten. So. Du musst einen Bau drin, ne? Gut schön weich, ne? Schön weich, fluffig. Und zu! Oh, warte, ich bin nicht so weit. Oh. Was soll ich auf? Jetzt bin ich so weit. Eine andere Bar war ich auch schon früher. Ist okay. Aber mein Bau ist immer noch besser. Das ist mir zu einseitig. Aromatisch. Ich würde das jetzt nicht juicy nennen. Normales Chicken. Ist das Chicken drin? Das schmeckt mir nicht. Chicken. Ja, sehr viel Banane, ja. Tofu. Sehr Erdnusssaft, ja. Das ist okay. So. Thank you.
Aschi. Nudeln gut. Kuss geht raus an Holle. Ich habe letztens gesehen, er hat Bianglang-Nudeln-Check-Video gemacht. Hat ein bisschen lang über Gurken in Nudeln philosophiert. Ne, komm mal. Das ist auf jeden Fall besser als Mama Bau, ja. Außer Chicken. Chicken kann Mama Bau immer noch besser. Schön wirklich. Sehr selten, dass ich zu Nudeln schmackhaft sage. Also Mama Bau wurde nicht aufgegessen. Falscher Bann. Wir hatten den Dessert Bann bestellt, glaube ich. Ja. Richtig Leute. Macht nichts. Wow, toll aus der Nagel gezogen. Weißt du, was da fehlt? Irgendwas zum Dippen. Schon, gell? So eine geile Vanillesoße oder so. Danke. Probiert jetzt mal. Das ist auf jeden Fall ein anderes Zeichen. Also der ist nicht so weich. Oh, Scheiße. Ist schon mal der richtige. Okay, das ist ja richtig. Aber der. Leute, ich habe eine wilde Idee. Nein. Doch. Ich rede mit den. Du dippst das jetzt nicht. Ja, doch, natürlich. Ist gut? Aber ich finde die an sich auch nicht so schlecht. Die sind nur. Da fehlt halt Soße. Eine geile Soße noch zum Tippen. Die Panade ist nicht schlecht. Man muss ein anderes haben. Ein bisschen mehr Geschmack hat. Das schmeckt einfach nach Mehl. Und deshalb schmeckt sehr mehlig. Wenig Kalorien. Ich hatte das noch nicht, keine Ahnung. Dafür bist du zuständig. Ein Teller würde, glaube ich, auch das kommen. Oh, Alter, leidend, Leute. Ich glaube, ich habe mir diesen mysteriösen Husten von Tati eingefangen. Der ist jetzt eine Woche irgendwie in mir inkubiert und gestern ist er einfach so ausgebrochen. Richtig leidend. Essen war gut. Also der Laden oder die Besitzer, die haben halt Mama Bau. Gehyptester Laden 2023 in München. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Instagram, TikTok, mein Gott, ey. Bisschen unverdient, also ich gönn's denen, aber es war halt normales, gutes, solides asiatisches Essen, okay? Wie heftig es bei denen läuft. Die haben Mama Bau 2 und jetzt Uncle Chen. Und wenn es weiter so läuft, dann irgendein Papa-Laden wahrscheinlich noch. Wenn ich der Besitzer wäre, würde ich mich da auf Süßes konzentrieren dann für den dritten oder vierten Laden. Aber Uncle Chen, sogar besser als Mama Bau, aber weniger gehypt. Aber läuft trotzdem Bude voll. Auf Instagram Content wird rausgehauen von den ganzen Foodbloggern. Was interessant zu sehen ist, was so Hype ausmachen kann. Wir besuchen ja immer wieder Läden. Bei einigen läuft es, bei anderen nicht. Zum Beispiel dieser Sandwich-Laden. Der geht jetzt gut ab. Letztens war ausverkauft. Das freut uns sehr. Vor allem Tati. Dann haben wir diesen Burgerladen, der dasselbe Brot wie Goldies verwendet. Die haben zum Beispiel zu schnell am Anfang Werbung gemacht. Marketing. Die ganzen Influencer sind gekommen. Und die können die Qualität nicht halten. Wir werden den demnächst noch checken. Nochmal prüfen. Weil die bringen neun Burger raus. Und dann nochmal Qualitätscheck.
Schon interessant, dieses ganze Business. Hype ist schon sehr interessant. Ich hoffe, wir kommen auch irgendwann mal wieder in den Hype. Und andere Sachen werden hoffentlich auch bald wieder gehypt. Aber es sieht gut aus. Ihr wisst Bescheid, wie man liked, subscribed, kommentiert. Checkt die Visa, folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Hype, baby. Serious business.